Alles Gute kommt von oben, sagt man ja genauso oft wie falsch. Denn wer in diesen Tagen bei Nebel und Minustemperaturen auf der Schwäbischen Alb, in der Eifel oder anderswo unterwegs ist, ja, der lebt gefährlich. Eine dicke Eisschicht lastet schwer auf vielen Bäumen. Die können jederzeit unter dem Gewicht kapitulieren und umstürzen. Polizei und Feuerwehr, die warnen vor sogenanntem Eisbruch. Etliche Autofahrer hat es schon erwischt. Sie sind von einzigartiger Schönheit und können doch so gefährlich sein. Auf der Schwäbischen Alb bei Aalen Bäume voller Eiskristalle und Eiszapfen. Im Gegensatz zum leichten Schnee hat das Eis ein großes Gewicht. Das wurde zum Problem für den Nussbaum von Hermann Rolofsen. Heute Nacht ist auf einmal ein dumpfer Schlag und dann ist der Baum runtergekommen. Ich nehme ja so einen Nussbaum, ich wohne hier ungefähr 30 Jahre und er stand schon da und hat 5 Arme gehabt von dem Boden her. Und dann, ich habe nie gedacht, dass der also runterkommen würde, aber jetzt sind 3 Arme weg. Ne? Eisbruch nennt sich dieses Phänomen. Nebel gefriert über Nacht zu Eis und bleibt an den Bäumen haften. Diese brechen unter dem schweren Gewicht zusammen, wie hier auf einer Landstraße bei Aalen-Waldhausen. Da muss die Straßenmeisterei ran und die gefährlichen Bäume absägen. Ein ganzer Tag Einsatz, um die Folgen des ersten Wintereinbruchs zu beseitigen. Eugen Burger von der Straßenmeisterei weiß, wie gefährlich das für Autofahrer werden kann. Das ist lebensgefährlich. Darum ist die Landesstraße hier auch gesperrt, weil immer davon auszugehen ist, dass weitere Äste brechen, ganze Bäume umstürzen und das ist natürlich lebensgefährlich. So stark zugefrorene Bäume können auch Fußgänger gefährden, denn unter der Last brechen Äste und stürzen herunter. Für die Autofahrer wird es gefährlich, wenn ganze Baumstämme die Fahrbahn blockieren, wie hier auf einer Landstraße bei Westerheim. Die Feuerwehr rückt mit Motorsägen an, um die Fahrbahn wieder zu räumen. Ja, die Polizei rät mit dem Auto, aber auch als Fußgänger, Waldstücke zu meiden. Dort ist die Gefahr einfach am größten, dass jetzt ein Baum bricht und dass er Personen- oder Sachschaden nach sich zieht. Hermann Rolofsen muss jetzt auch die anderen 2 Stämme seines Nussbaumes überprüfen lassen, denn diese drohen, in sein Haus zu stürzen. Das ist das erste Mal, dass hier so etwas passiert. Also seit 30 Jahren haben wir, haben schon gehabt, dass viel Raureif da drauf, auf die Bäume drauf war. Aber so, nee, das haben wir noch nie erlebt. Die Arbeiter beseitigen die letzten Spuren der Eisbruchschäden. Auch wenn die Eiskristalle schön anzusehen sind, so haben sie doch gezeigt, dass der Winter langsam ankommt in Deutschland. Und dann müssen vor allem die Verkehrsteilnehmer wieder vorsichtig sein.